Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu der Vorstellung von einer unglaublich geilen Homepage, von einem Tool im Internet, das euch eure ganz persönliche und geniale YouTube-Zeitreise bis hin ins Jahr 2010 oder 2011 ermöglicht. Ihr seht schon, ich habe hier den Kanal vom Gronkh offen und da oben steht 18. Juni 2010 und das ist wirklich der Kanal von unserem guten Gregor Onk, wie er am 18. Juni 2010 vorzufinden war. Mit dem alten Kanaldesign, mit Videos, die nach zwei Tagen gerade mal 258 Aufrufe haben, im Vergleich zu seinen heutigen Zahlen ist das ein absoluter Witz und deswegen werden wir uns das heute mal ein bisschen anschauen, natürlich auch meinen Kanal dann später, wie der sich innerhalb der Jahre entwickelt hat. Aber zuerst möchte ich erklären, was ich denn hier eigentlich vorstellen möchte und was das ist. Das hier ist die Wayback Machine des Internetarchivs. Und die hab nicht ich gefunden, sondern da bin ich drauf gestoßen, als ich mir ein Video von Max FPS darüber angeschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, du, Kedos, das musst du unbedingt auch deinen Zuschauern und deinen Abonnenten vorstellen, weil das ist ein extrem geiles Teil. Und wenn ich meine extrem geiles Teil, dann meine ich extrem geiles Teil. Verdammt nochmal. Also, wir sind hier jetzt wirklich auf dem Kanal vom 18. Juni 2010. Ich muss das immer wieder dazu betonen. Und die Wayback Machine sammelt quasi, naja, so ein bisschen halb interaktive Screenshots von gut besuchten Seiten. Hier beim Gronkh haben wir jetzt insgesamt 148 Captures, also Aufnahmen zur Verfügung, die wir durchklicken könnten. Die gehen vom 18. Juni 2010, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, bis hin zu 2014 eben. Und wir können uns da innerhalb dieser Jahre den Kanal in seinem Wandel anschauen. Und das hier ist jetzt eben die älteste Aufnahme, die zur Verfügung steht. Und das ist halt echt ein Nostalgietrip. Ich kann mich erinnern, dass ich den Kanal tatsächlich auch noch so irgendwann mal gesehen habe. Jetzt nicht direkt 2010, sondern vielleicht schon ein bisschen später. Aber das hier ist wirklich sehr, sehr früh. Da sieht man, da ist noch dieses wunderschöne Kanaldesign am Start. Oh Gottchen. Ich will es unbedingt wieder. Ich will es. Ich hab mir selbst gesagt, ich will mich darüber nicht mehr aufregen, dass dieses Kanaldesign nicht mehr existent ist. Aber es war doch so viel schöner hier mit diesen Recent Activities, wo man eben auch ein paar Bullet-Ins hießen, die damals raushauen konnte. Also wirklich richtige Texte, die auch noch gelesen wurden, weil sie auf der Startseite noch richtig angezeigt werden konnten. Eine Kanalbeschreibung, ja, wie geil das einfach war. Hier konnte man seine abgeschlossenen Projekte sortieren oder verwendete Tools und so eine kleine Beschreibung, FHQ. Und das Geilste, diese Auszeichnung, warum die weg sind, das verstehe ich ja bis heute wirklich immer noch nicht mit Most Viewed und ach, es war eine schöne Zeit und das ist halt eh das Geilste an diesem Ganzen. Wir sind hier auf dem Kanal vom Gronkh und 412 Abonnenten. So viel macht der gute Herr heute in einer Viertelstunde. Naja, gut, es ist ein bisschen übertrieben, aber innerhalb von einem Vierteltag hat er die auch drin. Und hier übrigens extrem geiles Profilbild. Losty, du geile Sau. Es war schön damals, es war schön. Aber ich bin natürlich nicht nur hier, um euch den Kanal vom Gronkh zu zeigen. Nein, wir packen den vom Sarazar gleich noch oben drauf. Am 20. November 2011 sind wir hier schon angekommen. Da gibt es sogar schon den Partner-Banner. Und das möchte ich euch eigentlich nur zeigen aus einem ganz, ganz egoistischen Grund. Ja, nicht weil der Kanal vom Sarazar so unglaublich schön aussieht, sondern, aha, da unten haben wir ihn gleich schon mal drin. Den alten Schlingel gestatten, Let's Player, das linke und das rechte Ei des Teufels. Das war euer Onkel Kedos in den heiligen Sarazar-Hallen. Und jetzt, hier sind wir. Das ist tatsächlich die älteste Aufnahme meines Channels, der The Kedos Zone, die ich auftreiben konnte. Vom 9. Februar 2011, das war sehr, sehr kurz, nachdem ich überhaupt angefangen habe, mich auf Let's Plays umzuspezialisieren. Denn wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, tada, dann kann man hier tatsächlich mein allererstes Video entdecken. Spielgedanken Nummer 1, was kaufe ich? Spielgedanken war damals so eine Serie, wo ich mir Gedanken über Spiele gemacht habe. Wer hätte das erwartet? Und das habe ich dann so von September 2010 bis Ende 2010 gemacht und im Januar 2011 habe ich mich dann dazu entschieden, Let's Plays zu machen. Und das ist eben so die Zeit, in der dieser Umbruch gerade eben kam. Da sind massig Videos, die jetzt nicht mehr online sind, was hauptsächlich daran liegt, dass da irgendwie, naja, so ein bisschen urheberrechtlich bedenkliches Material drin war, wo ich mir jetzt keine Sorgen machen wollte und deswegen habe ich es besser runtergenommen. Nicht etwa, weil mir meine ersten Videos peinlich waren oder sowas. Nein, das würde ja nie jemand tun. Nee, wirklich nicht. Deswegen war die Löschung nicht vonnöten, sondern aus anderen Gründen. Aber jetzt schweigen wir mal ein bisschen in Nostalgie, denn so werden die wenigsten von euch den Kanal jemals gesehen haben. Da hatten wir 559 Abonnenten, was natürlich auch schon für damalige Verhältnisse vor allem eine ganz schön geile Zahl war. Ein sehr, sehr schönes Kanaldesign, finde ich so im Nachhinein, von Magi Minoru, der das damals gemacht hat.
Es ist ein sehr geiles Teil geworden. Hier auch diese Bulletins mit drin und natürlich eine sehr, sehr hochgestochene Kanalbeschreibung so nebenbei. Also das musst du dir mal geben, wie mega erwachsen das Ganze klingt. Das kann ich mir heute gar nicht mehr durchlesen. Hier, Moment. Freundschaftsanfragen nehme ich ohne Grund nicht an. Das ist nichts gegen euch, es hätte nur keinen Sinn. Ja, da fühlt sich der Herr wohl ganz schön groß. Nee, also Freundschaftsanfragen waren damals einfach so eher so eine Spam-Sache. Und hier hat man auch wieder, da hatte ich jetzt gerade eben irgendwie nichts am Start, aber meine empfehlenswerten Kanäle, ach, das ist einfach schön, das ist, man freut sich und das, was ich abonniert hatte, und da kriegt man wirklich, das ist, hier, Let's Player, Spielphilosoph, passionierter Gamer, Reviewer und Sprecher. Ach, geht aus. Wollen wir mal versuchen, uns noch ein bisschen weiter zu drücken. So scheiße und ewig war damals übrigens mein Kanaltitel. Ja, so scheiße und ewig. Gruß geht an Frittenbude raus. Gehen wir mal auf den, super, da haben wir direkt einen Fehler reinbekommen. Da freue ich mich ja. Ja, manchmal funktioniert das nicht so wirklich mit den Screenshots. Ich probiere es nochmal. Nee, das klappt jetzt in dem Fall nicht. Da muss ich wahrscheinlich auch zensieren, weil da, glaube ich, irgendwie meine IP oder sowas zu sehen war. Obwohl, das, wem bringt das was? Wahrscheinlich bringt das niemand was. Das geht ein bisschen langsamer, weil ich das jetzt gerade mit dem Firefox aufnehme. Vorher hatte ich es in Chrome drin, da ging es schneller, aber da hat es mit dem Aufnehmen nicht so wirklich gut funktioniert. Deswegen müsst ihr euch jetzt halt kurz gedulden, bis der Kanal hier geladen hat. Das ist übrigens eine Aufnahme vom 9. Februar 2012, also ein ganzes Jahr später. Und wie man sieht, die baut sich wirklich... Ah, da, guck, da kommt sie langsam. Hier, da könnt ihr wirklich mal meinen Kanal sehen, wie er noch in seinen jungen Jahren aussah. Zwar langsam aufgebaut, aber ich glaube, so wirklich mehr wird auch nicht mehr kommen. Es kann auch sein, dass manche Screenshots vielleicht mal so ein bisschen... Boah, da sind wir auch schon auf 15.000 Abonnenten gewesen. Krass. Hier das linke und das rechte Ei des Teufels, schon wieder. Aber da ist dann auch langsam die Kanalbeschreibung ein bisschen netter geworden. Aber es fehlt mir halt echt, dass man hier so eine Kanalbeschreibung überhaupt hat, die auch wirklich gesehen wird. Es gibt ja immer noch diesen... Auszeichnung. Ich bin so fame. So unglaublich fame. Jetzt wollte ich aber mal... Jetzt muss ich aber mal so ein bisschen... Bisschen mir hier zurückhalten, ne, mit dem Rumgelaber. Gehen wir mal noch ein Stück weiter hier auf den 9. Oktober 2012. Einen dritten Versuch machen wir noch, irgendwas Anständiges bei rauszubekommen. Die Zone mit Kragenweite. Oh, jetzt fängt er aber an anzugeben hier. Ab da wurde ich aber arrogant. Heidewitzgarde. Und da ging's richtig los. Ah, schön hier. Da, guck, da hängen wir rum. Mann. Da ging's auch schon los mit dem Flash-Check, mit den etwas. Da war auch schon wieder dann das andere Kanaldesign am Start, das ja auch noch ging. Aber das hier, ja, das war der richtige Shit. Ja, da konnte man auch mehrere Videos auf einmal anklicken und das war wirklich schön. Es lädt jetzt leider gerade eben ein bisschen langsam. Ich weiß nicht so genau, warum. Das scheint am Firefox zu liegen. In Chrome ging's schneller. Ich pack euch definitiv den Link in die Beschreibung zu diesem Tool. Ihr könnt dann hier einfach euren Username ändern und bestimmt euch auch andere Kanäle anschauen, wie sich die im Laufe der Zeit entwickelt haben. Mir macht's unglaublich viel Spaß und ich würde mal interessieren, zu welchem Zeitpunkt wartet ihr am Start? Gibt's vielleicht wirklich irgendjemand, der das Video hier sieht, der bei diesem allerersten Kanaldesign, wo ich noch so 500 Abonnenten hatte, der da schon dabei war? Das würde mich ja mal... Ja, würde mich ja schon so ein bisschen jucken und ich finde es einfach eine tierisch interessante und spannende Webseite, auf der man sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Checkt es definitiv mal aus und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr dem Ganzen natürlich gerne einen Nostalgie-Daumen nach oben in die Retro-Ritze geben und ich verabschiede mich jetzt, hoffe ihr seid auch wieder beim nächsten Video dabei. Ciao, tschüttel, dö und reingehauen.